Hallo zusammen und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Im letzten Video hatte ich es ja schon angekündigt und heute gibt es wieder etwas Geschichte, denn heute geht es weit zurück, und zwar soweit euch eure Schuhe tragen können. Und das im wahrsten Sinne, denn es geht heute tatsächlich um Schuhe. Dazu haben wir uns auf Spurensuche in der einstigen Stadt der Schuhe begeben und so einiges an Geschichte herausgefunden. Kommt also mit in eine von Schuhen dominierte Zeit, die die Leute hier prägte und die Stadt seit rund 800 Jahren immer wieder verändert hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch eine ehemalige Schuhmanufaktur. Ursprünglich in einer kleinen Nebenstraße 1879 gegründet, wurde, bevor es hier hauptsächlich um Schuhe ging, erst einmal etwas ganz anderes im Vordergrund produziert. Kindersachen. Und das lief gut, sogar so gut, dass die noch kleine Firma nur 5 Jahre später 1884 die Sachen packte und umzog. Von nun an produzierte man auch erstmalig komplette Schuhe, denn vorher hatte man für andere ortsansässige Firmen nur die Vorarbeit geleistet. In den Folgejahren wurde der Betrieb immer wieder in seinen Produktionsabläufen umgestellt. Das ging natürlich baulich auch nicht am Betrieb ohne Veränderungen vorbei. Man kaufte 1909 das Nachbargrundstück und fertigte zusätzlich ab 1927 in dem hier gezeigten Objekt als Zweigstelle, welches extra dafür gebaut wurde. Die neue Anlage beinhaltete vorab die Fertigung von Herren- und Knabenschuhen, später folgte auch der Damenstiefel in die Produktion. Das Ganze wurde unter diversen bis heute bekannten Namen vertrieben. Im Zweiten Weltkrieg bekam die Anlage einen Luftschutzkeller, den bei Fliegeralarm auch Anwohner nutzen konnten, wenn nicht sogar mussten. Nach dem Ende des Dritten Reiches erfolgte durch die Sowjetunion ab 1945 die beschlossene Einziehung der Reparationsleistungen und somit die Demontage vieler wichtiger Produktionsanlagen, die so manche Firma in die Knie zwang. Viele sollten sich davon nie wieder erholen. In diesem Werk konnte trotz Reparation nur ein Jahr später, 1946, wieder mit der Fertigung begonnen werden. Es erfolgte am 1. Januar 1950 die Zwangsverstaatlichung, die vorab bis zum 17. Juni 1953 standhielt. Ein historisches Datum, denn an diesem Tag kam es zu republikweiten Auseinandersetzungen und Streiks der Arbeiterklasse gegen das stalinistische Regime und den damit verbundenen schlechten Arbeitsbedingungen, wie man sie nur aus dem Ostblock kannte. Außerdem forderte man schon damals die Wiedervereinigung Deutschlands, den Rücktritt der SED, freie Wahlen und so weiter und so weiter. Doch das sollte alles noch eine ganze Weile dauern.
Aufstand wurde übrigens gewaltsam mit Armee und Panzern blutig durch die noch frühe SED-Führung mit Hilfe der Sowjetarmee niedergeschlagen. Dabei verloren 34 Zivilisten im Kampf ihr Leben. Wenn euch das weiter interessieren sollte, findet ihr dazu auch einen Link in der Infobox. Anschließend erfolgte, und das ist wirklich selten, die Reprivatisierung. Erst 1972 schloss man eben diese kleinen eigenständigen Werke in eine Art Überverwaltung zusammen. Man umging quasi die Verstaatlichung, indem man private Firmen in Kombinate zusammenfasste, genauso wie man das bei staatlich überwachten Firmen bereits getan hatte. Mittlerweile produzierte man hier Arbeits- und Werksschuhe und schloss sich mit einer anderen Traditionsfirma hier aus der Stadt zusammen. Mit den letzten Jahren der DDR änderte man mindestens viermal die Zugehörigkeit, den Namen und den Stammsitz. In dieser Zeit fertigte das Kombinat hauptsächlich Berufs-, Sport- und Herrenschuhe. Im Januar 1990 ging diese Anlage dann nach fast 40 Jahren wieder zurück in private Hände und wurde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es hier mehr als 100 Werke, Firmen, Betriebe, Werkstätten und Manufakturen, die sich nur mit dem Thema Schuhe auseinandersetzten. Man schätzt, dass etwa ein Drittel der Stadt nur mit Schuhen beschäftigt war. In den letzten Jahren der DDR waren etwa 5000 Menschen hier im Kombinat mit Schuhen beschäftigt. Fast alle Firmen mussten nach dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung Deutschlands schließen oder schafften es nur kurzzeitig als GmbH weiter zu produzieren. Wann hier genau Schluss war, konnte ich nicht herausfinden. Aber es wird vermutlich in den frühen 90er Jahren gewesen sein, 91 oder 92, vielleicht aber auch 93 oder 94. Aber länger, glaube ich, hat man hier nicht durchgehalten. Anschließend kaufte das Gebäude vermutlich auch Mitte, Ende der 90er Jahre ein Eiskaffee-Kettenbesitzer, der dort teilweise komplette Einrichtungen lagerte. Hauptsächlich waren hier noch Schränke, Kühltruhen, Aufsteller und Sitzmöglichkeiten zu finden. Damit ist allerdings auch schon lange Schluss und das seit vermutlich mindestens 10 Jahren. In der Liste der Kulturdenkmäler taucht das hier gezeigte Objekt leider nicht auf. Ob es sich trotzdem hier um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, ist nicht auszuschließen. Noch heute gibt es im Ort ein Schuhmuseum mit etlichen Ausstellungsstücken, auch von dieser Firma. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss noch mit ein paar Bildern. Wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Schaut doch mal auf unseren Kanal und wenn ihr Lust habt auf verlassene Orte, dann abonniert uns gerne und gebt uns einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis nächste Woche und ciao.